Heute kommt es auf die Größe an, heizen wir euch richtig ein und überraschen euch. Hallo, hier bin ich wieder, Ingo von der Resonovation. Ich habe heute meinen Kollegen Peter mitgebracht. Wie ihr wisst oder vielleicht auch nicht wisst, ich mache den Vertrieb Mitte Südost und Peter, ich mache den Vertrieb für Ruhrgebiet und den Norden. Wir sind heute hier, um euch nochmal einen Einblick in unsere Pastenmischanlagen zu geben. Wir haben hier das bewährte Modell, die Pastenmischanlage 4K 1.1. Und später wollen wir euch noch was Neues, Großes präsentieren. Peter macht als erstes mal die Specs zur 1.1. Ihr seht ja die bewährte 1.1. Die Maschine selber ist aufgebaut, da sie mit Druck betrieben wird, natürlich auch mit Wegeventilen. Das heißt, wir haben hier ein Wegeventil drin, welches über drei Stellfunktionen verfügt. Wenn der Hebel in Nullstellung steht, so wie er jetzt steht, dann wird die Maschine komplett druckentlastet. Das heißt, was brauche ich, wenn ich neues Material nachlegen will oder auch wenn die Maschine gerade nicht im Betrieb ist. Wenn ich Harz auspassen will, stelle ich einfach diesen Hebel nach oben hin. Der Zylinder fährt dann nach oben, also der Kolben im Zylinder, wird das Harz dann über den Statikmischer, den sieht man hier dann, quasi ausgepresst, sodass man unten homogen gemischtes Material erhält. Immer gleichbleibende Qualität. Das Gute hierbei ist, der Operator kommt dadurch, dass das Material komplett in der Maschine gehalten wird, mit den Epoxidharz gar nicht in Kontakt. Wir müssen natürlich immer schauen, dass Arbeitsschutz auch eine wichtige Komponente ist. Wir haben auch hier schon eine Erneuerung dran. Also wir sind jetzt auch in der Lage, mit solch einem Gerät, also mit solch einer Pastenmischanlage, auch Harze zu verarbeiten, wenn sie schon von der Temperatur etwas kühler sind, auch die Witterungsbedingungen anders sind. Was ist, wenn ich diese Heizplatte jetzt noch nicht habe? Ich habe jetzt die Maschine, aber die Heizplatte noch nicht. Ist eine sehr gute Frage. Trifft natürlich alle diejenigen, die bereits schon so eine bewährte 4K-Pastenmischanlage haben. Es gibt dafür einen Umrüstsatz. Das heißt also, es ist relativ simpel und einfach. Ihr schickt uns eure Maschine zu uns in die Werkstatt im Prinzip, also zur Resonovation hin. Alles weitere übernehmen wir dann. Die bewährte Anlage, die ihr schon habt, die wird natürlich gewartet, das ist das eine. Und zum zweiten wird dann diese Deckelheizung darauf verschraubt und ihr kriegt die Anlage dann wieder. Und dann einfach Stecker rein und genau, Stecker rein. Das Ganze ist so aufgebaut, dass wir hier 500 Milliliter Schlauchbeutel verwenden. Das heißt, hier haben wir einen Schlauchbeutel für Hertha, der ist dann komplett silber gehalten. Wenn wir jetzt den Schlauchbeutel für Harz nehmen würden, hat er einen roten Streifen hier drauf. Und diese werden dann in die Maschine, also im Mischungsverhältnis 3:1 zum Beispiel jetzt, beim Harz 14, das haben wir jetzt hier beispielsweise, werden drei Würste Harz in diese Maschine gesteckt und eine Wurst Hertha. Entschuldigung, ganz kurz, du sagst 500 Milliliter ein Schlauchbeutel. Wenn ich jetzt richtig rechne, vier Schlauchbeutel ergibt insgesamt 2 Liter Mischungsverhältnis. Das ist richtig. Wir haben immer die gleichbleibende Menge, die wir in der Maschine vorhalten und sind somit dann auch in der Lage, auch 2 Liter komplett mit einem Schlag auszupressen. So sind ja 2 Liter manchmal ein bisschen wenig. Es gibt ja den einen oder anderen Operator, der sich etwas mehr Menge beim Mischen wünscht. Und da kommen wir jetzt zur Neuigkeit. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Na dann, lüften wir das Geheimnis. Das ist unsere neue 4K-Pastenmischanlage 1.3. Die kann im Vergleich zur 1.1 etwas mehr Material. Wir können hier über die vergrößerten Zylinder Schlauchbeutel mit einem Inhalt von 750 Millilitern auspressen. Das heißt, bei 4 Schlauchbeuteln haben wir insgesamt, da haben wir es vorbereitet, 3 Liter perfekt gemischtes Harz. Moment. Wenn du mehr Material in der Maschine hast, habe ich eine Frage. Wenn du jetzt nicht alles Material brauchst, muss ich da irgendwie mehr Material wegschmeißen oder so? Nein. Das Material verbleibt hier in den Schlauchbeuteln, in den Zylindern, ganz genauso wie das bisher bei der 1.1-Anlage auch war. Hat sich nichts dran geändert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nur diese Menge, 2 Liter, 1,5 Liter, also weniger als die eigentliche Menge brauche, verbleibt es hier drin, ist nicht gemischt. Und von daher kann ich es beim nächsten Mischen den Rest auspressen und da verwenden. Okay. Wenn du sagst 3 Liter, da habe ich echt eine Idee. Weil wer so die Anlagen im Markt kennt, die haben meistens ein Vorratsvolumen als Zylinder, welcher zum Verpressen genommen wird, von 3 Liter. Für die PMO-Anlage gibt es einen Auspresszylinder von der Resonovation.
Und ich könnte jetzt 3 Liter mit einem Schlag diesen definitiv Zylinder befüllen. Hab hier müsstest du halt auf zweimal mischen. Zwei Arbeitsgänge, ich brauche mehr Zeit. Genau. Und im Endeffekt hast du hier auch etwas mehr Abfall, weil du hast ja mehr Schlauchbeutel ja, und mehr, was du im Endeffekt wegschmeißen musst. Da spare ich mir hier auch etwas. Das bedeutet also für mich, die lässt sich genauso einfach bedienen, diese Anlage, wie meine 4K-Pastenmischanlage 1.1. Also im Endeffekt ist genau, was du vorhin sehr schön für die 1.1 erklärt hast, die gleiche Vorgehensweise ist hier bei der 1.3 umgesetzt. Das Einzige, wie gesagt, sie ist etwas größer und kann dafür mehr Material mit einmal auspressen. Was mache ich, wenn ich jetzt schon so eine Anlage habe? Ich will mir natürlich jetzt nicht unbedingt eine neue kaufen. Und was mache ich jetzt mit der Maschine, wenn ich auf einmal deine 750 ml Schlauchbeutel verwenden möchte? Ganz einfach, wir wären nicht die Resonation, wenn wir nicht daran auch gedacht hätten. Wir haben für die 1.1-Anlage ein Umrüstkit, mit dem ich dann die wesentlichen Bestandteile einfach verändere und ein Upgrade auf die 1.3 4K-Pastenmischanlage machen kann, sodass ich ab da dann die großen Schlauchbeutel verwenden kann und 3 Liter Material in einer mischen kann. Da fällt mir doch noch eine Frage ein. Es gibt natürlich Anwender, die verwenden ja auch andere Harz für uns, wie zum Beispiel Harz 8 oder Flexipops. Muss ich mir jetzt eine zweite Anlage kaufen, damit ich die dann weiterhin verwenden kann? Natürlich nicht. Ich kann in der 1.3, in der Anlage mit den größeren Zylindern auch die kleineren Schlauchbeutel, sprich die 500 ml Schlauchbeutel, verarbeiten, mischen, auspressen. Funktioniert wunderbar. Ja, lasst uns einfach nochmal so die Facts zusammenfassen. Wir haben auf jeden Fall immer ein gleichbleibendes Mischergebnis. Wir haben luftfrei gemischtes Material. Wir tun was für den Arbeitsschutz. Wir schützen die Mitarbeiter. Das Ganze bringt wenig Müll zustande. Das heißt, diese Schlauchbeutel, die da drin verpresst werden, sind auf ein Minimal vom Volumen zusammengedrückt worden. Ansonsten frage ich mich natürlich, wer hat noch keine Maschine? Soweit also die Vorteile von Pastenmischanlagen. Jetzt nochmal zur heute vorgestellten 1.3. Wir haben hier die größeren Zylinder, das heißt, wir können die größeren Schlauchbeutel mit 750 ml Inhalt verwenden, können natürlich auch die kleineren mit 500 ml weiterverwenden. Es gibt sie so, wie sie jetzt hier steht, neu zu kaufen. Ihr könnt ein Upgrade auf die bisherige 1.1-Anlage machen. Es gibt sie mit oder ohne der Heizplatte und die Heizplatte gibt es natürlich auch als Upgrade, wenn ihr die bisherige Anlage schon im Einsatz habt. Wenn wir euer Interesse geweckt haben und ihr noch irgendwelche weiteren Fragen habt, technischer Natur, ein Angebot möchtet für die Anlagen, für das Upgrade-Kit, ihr erreicht uns über Telefon, über unsere Webseite, Facebook, Instagram, WhatsApp. Habe ich was vergessen, Peter? Nein. Wir zwei sind für heute raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und Fragen natürlich auch unten in die Kommentare, jederzeit, wie ihr möchtet. Und ansonsten weiter. Viel Erfolg. Habe ich was vergessen, Peter? Nein. Fax. Fax, okay. Also, auch über Fax sind wir noch erreichbar.